Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute im Schnee. Ja, Schnee. Ich liebe Schnee. Mal sehen, wie es wird. Nico war schneller wie ich, deswegen hat er das Intro gemacht. Aber es ist so geil, der erste Schnee. Also der erste richtige Schnee. Und das erste Fleckchen alleine macht mich schon immer glücklich. Ein Seifen. Oh no. Das sind so Sachen, die sind überflüssig. Weil danach ist alles nass und fett. Ja, es wird schon mehr. Ich liebe Schnee, ist so gut. Die müssen wir noch ein bisschen überzeugen, glaube ich. Nee, das passt schon. Er ist noch im Sommer und Palmenfeeling. Oh, und jetzt kommt der große Schneesturm. Das. Ja, geil. Meter, ist mega gut, ist einfach nur mega gut. So circa 200 Höhenmeter weiter oben ist es nochmal um einiges mehr Schnee. Da sieht man einfach, dass es schon früher angefangen hat. Und jetzt ist es so richtig winterlich. Einfach perfekt. So, im Wald ist jetzt wieder ein bisschen weniger Schnee. Da tun wir uns wieder leichter beim Fahren. Ich glaube, wir werden raufkommen. Hey, ist es nicht einfach idyllisch, wenn der Schnee so knarrt und es ist einfach nichts los. Und die Bäume sind so eingeschneit. Jetzt sind wir so richtig im Schneetunnel, wie wenn die Bäume spalier stehen würden für uns. Juhu, oh no. Zum Glück bin ich, ach so, Schneeball. Nicht dahinter, weil dann fliegt immer alles vom Baum runter. Nein! Schon ein Opfer. Schaut mal, was für perfekte Flöckchen jetzt einfach gerade runterfallen. Hier ist jetzt die perfekte Schneetemperatur. Die Bergfexen unter euch wissen ja sicher, es schneit nicht bei jeder Temperatur gleich gut. Und so um die 0 bis minus 3 hat es halt diese richtig schönen dicken Flöckchen. Ja. So ist es. Danach werden sie dann so funselig und schneit es auch nicht mehr richtig. Schaut mal, wen wir gerade getroffen haben. Weil Schnee zieht uns alle aufs Rad. Oh no! Die letzten Meter zum Gipfel waren nochmal eine echte Herausforderung, aber auch das haben wir geschafft. Für wen war die Herausforderung? Naja. Juhu, oben sind wir. Nico kämpft noch ein bisschen mit der Ausrüstung, der muss die Schuhe sauber machen, weil der hat noch keine Gore-Tex-Schuhe an. Drehst du die Kamera?
noch, gell? Wir haben uns auf neue Ufer gewagt. Mhm. Was sind es? Mega. Alles selbst gemacht. Man glaubt es kaum. Ah ja, stimmt gar nicht. Die Rouladen hat die Metzgerin gerollt und hat schon. In einer halben Stunde ist fertig, gell? Ja, passt schon. Kommt in einer halben Stunde. Leider geil.